Hi und herzlich willkommen zu einem besonders appetitlichen Geometrierätsel. Wir haben nämlich hier einen Donut und zwar mit rosa Zuckerguss und Streuseln, wie man ihn am liebsten direkt aufessen würde. Und diesen Donut, den wollen wir jetzt zerschneiden. Und zwar mit genau zwei Schnitten. Und normalerweise, wenn man so einen Donut zerschneidet, würde man vielleicht irgendwie so und so die zwei Schnitte setzen und vier ungefähr gleich große Teile daraus schneiden. Aber wir wollen jetzt auch mit zwei Schnitten mehr als vier Stücke aus diesem Donut machen. Und das ist gar nicht so einfach. Macht mal das Video auf Stopp und guckt mal, ob ihr herausfindet, wie die beiden Schnitte gesetzt werden müssen, damit da wirklich mit zwei geraden Schnitten mehr als vier Teile entstehen. Und dann spoilere ich euch gleich die Lösung, wie diese Schnitte gesetzt sein müssen. Also Video auf Stopp und ausprobieren, weil die Lösung, die geht so, dass man einen Schnitt so zum Beispiel setzt und den anderen Schnitt zum Beispiel so. Das Wichtige ist nämlich, dass die beiden Schnitte sich nicht im Loch vom Donut kreuzen, sondern irgendwo, zum Beispiel eben hier auf dem Donutring. Und dann seht ihr, tatsächlich habe ich hier ein Stückchen Donut, hier ein Stückchen Donut, hier ein Stückchen Donut und dann noch zwei ziemlich große Donutstückchen. Also insgesamt bekomme ich hier fünf Stücke Donut. Die sind alle nicht gleich groß, aber das wurde in der Aufgabe auch nicht gefordert. Ihr seht, war keine Fangfrage, absolut lösbar, wenn man diese kleine Idee hatte, wo die Schnitte sich noch kreuzen könnten, außer im Donutloch. So eine ähnliche Aufgabe mit einer ähnlich cleveren Idee findet ihr hier. Und wenn ihr Lust habt auf mehr Sachen mit Essen und Mathe, dann guckt doch mal da oben drüber rein. Ganz viel Spaß mit den Videos, wenn ihr mögt. Bis ganz bald und schreibt mir gerne immer, wenn ihr Lust habt auf ganz besondere Videos, dann nehme ich das als Inspiration. Ciao!